Den werden wir nutzen und da können Sie jederzeit Fragen stellen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet, das hatte ich auch schon gesagt. Die Folien werden im Nachgang verfügbar sein. Die Aufzeichnung wahrscheinlich auch hier im System, aber dann eben auch bei uns auf der Website auf e-teaching.org. Auch da würde ich jetzt noch mal den Link in den Chat posten, wenn sich jemand im Nachgang noch mal die Folien und die Veranstaltung anschauen möchte. Okay, dann würde ich jetzt sagen, genug der Vorrede. Ich übergebe das Wort an die beiden Speaker der heutigen Veranstaltung. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Schmidt. Ich werde jetzt nicht mit dieser Plattform arbeiten, sondern versuchen, über Screensharing das zu nutzen, was hier lokal möglich ist. Und hoffe, dass das jetzt sichtbar ist. Ich glaube noch nicht ganz. Oder? Eben war es ganz kurz zu sehen. War es doch zu sehen? Das müsste jetzt der Fall sein. Okay, vielen Dank. Ja, wir sind schon eingeführt worden, Frau Engel und ich. Wir sehen nochmal Bilder, aber die Kameras machen es ja auch möglich, dass Sie uns sehen. Die AG Services Behinderung und Studium wurde schon erwähnt. Hier in Dresden an der Technischen Universität gibt es die Einrichtung schon seit den 90er Jahren und sorgt letztlich in einer Weise, die man heute als exkludierend eher sehen würde, dafür, dass blinde und sehbehinderte Studierende am Studium teilnehmen können und letztlich barrierefreie Lehrmaterialien bekommen. Das ist von daher ein Dienstleistungsangebot, das wir aber zunehmend ausgebaut haben. Und heute geht es auch um gehörlose Studierende oder Hörbehinderte oder autistische Studenten. Frau Engel wurde auch schon kurz vorgestellt, kümmert sich hier heute um eine Studie, die sie dann vorstellen wird, in der wir die Barrierefreiheit von einigen Lernplattformen und beziehungsweise Elementen zur Zusammenarbeit ausgewertet haben. Aber ich will da jetzt nicht zu sehr vorgreifen. Und Herr Schmidt und Frau Thielhausen haben sie schon erlebt. Die Thematik bedeutet Barrierefreiheit genauer in der Zusammenarbeit zu betrachten, als wie es bisher gemacht worden ist, wo man vor allem darauf abgestellt hat, dass so etwas wie Lernmaterialien zu den Vorlesungen bereitgestellt werden und insbesondere gerade durch die AG SBS, dass vor den Vorlesungen den Studierenden dann in einer barrierenfreien Form sowohl die Folien als auch Übungsaufgaben als auch Prüfungen zugänglich gemacht werden. Das ist sozusagen der Stand, der so bis jetzt, wo letztlich die Pandemie uns dazu gebracht hat, immer mehr Online-Angebote zu machen, wobei ich jetzt vor allem auch erlebe, eben dass nicht nur in meiner Professur, sondern auch an anderen Professoren hybride Lehre stattfindet. Das heißt, beides, sowohl die Präsenz als auch die virtuelle Anwesenheit dann unterstützt werden muss. Insofern kommt also eine neue Anforderung hinzu, dass letztlich die Barrierefreiheit in den Lernumgebungen unterstützt werden muss und nicht mehr nur in den Lehrmaterialien und die Verteilung der Lehrmaterialien barrierefrei ist. Das bedeutet also, dass wir uns damit beschäftigen müssen, wie Lehrende, Studierende zusammenkommen und letztlich die neue Facette dann ist, dass in den Lernplattformen der Inhalt verantwortet wird, nicht mehr von den Lernplattformbetreibern, sondern von den Lehrenden, die diese Materialien dort einstellen bzw. erzeugen, indem wir gemeinsam daran arbeiten. Also es hat Einfluss auf natürlich Geräte, die behinderte Studierende benötigen, auf den Inhalt und letztlich auf Didaktik, wie man die Möglichkeiten nutzen kann, ohne zu sehr Menschen auszuschließen von der Teilnahme an Veranstaltungen. Eine gängige Form ist es von daher, zum Beispiel wäre es hier interessant gewesen, eine Assistenz sich sage ich mal, einzukaufen, um Schriftdolmetscher zu gewinnen.
die dann in der Lage wäre, Untertitel oder eine Transkription, sollte ich besser sagen, herzustellen. Das hat tatsächlich auch eine Teilnehmerin gestern Abend angefordert, aber das kam leider dafür zu spät und zudem gibt es große technische Probleme mit der Plattform. Wir müssen also wirklich alle jetzt hier bitten, erstmal das als so hinzunehmen, dass gerade diese Plattform kein sehr gutes Beispiel ist. Das heißt, wir können jetzt wirklich nur in der Form drüber sprechen, dass wir es nicht auch praktizieren. Das ist sehr schade, aber jetzt nicht zu ändern gewesen. Denn wir haben im Vorfeld eben tatsächlich uns darum gekümmert. Und das würde ich im Prinzip auch als generelle Anforderung sehen, dass im Rahmen der Vorbereitung eine Barrierefreiheit überprüft wird, beziehungsweise man auf Prüfungen sich verlässt. Dazu gleich noch mehr. Wo es heute auch darum gehen soll, ist eben, wie führe ich die Veranstaltungen durch? Insbesondere habe ich mir jetzt vorgenommen, über Vorlesungen und Prüfungen zu sprechen. Und am Ende, das sollte man nicht unterschätzen, findet natürlich irgendwann auch eine gewisse Nachbereitung statt. Und gerade das Thema Barrierefreiheit bedeutet meistens ja, dass man die Materialien dann noch zur Verfügung stellt, wenn man es nicht schon vorher gemacht hat. Und dann spätestens wäre der Zeitpunkt, dass man über Barrierefreiheit nochmal nachdenkt und entweder sagt nicht barrierefrei, aber das ist dann schon auch eine wichtige Information, oder eine wirkliche Erklärung zur Barrierefreiheit abgibt. Dazu dann nachher auch nochmal mehr. Also zwei Phasen, die da in Frage kommen. Und da hat die erste Phase bedeutet, also Barrierefreiheit überhaupt zu verstehen und bewerten zu können. Das ist letztlich eine Verfolge der Definition, wie sie derzeit von der ISO verbreitet wird. Barrierefreiheit ist also jetzt verkürzt ein Umfang, in dem ein System von verschiedenen Nutzenden ohne fremde Hilfe verwendet werden kann. Da ist das Besondere dran, dass hier der Punkt Umfang etwas zum Ausdruck bringt, was man mit dem Wort Freiheit im Deutschen eher nicht so meint, nämlich ein Grad der Barrierefreiheit zu kennzeichnen. Es ist also nicht ein Schwarz-Weiß-Konzept, wie ich bin frei oder nicht frei, sondern eine Abstufung möglich. Und es geht vor allem dann darum, diese Abstufungen auch zu benennen. Wobei das eben tatsächlich auch im Fluss ist, wie man Abstufungen herstellt. Was sind die Nutzenden, die wir im Studium begegnen? Hier in Dresden wissen wir von Umfragen, die vom Deutschen Studentenwerk für ganz Deutschland gemacht wurden, aber wo wir auch Sonderauswertungen bekommen haben, dass etwas mehr als 50% der Studierenden kognitive Beeinträchtigungen haben, also psychisch, die typischerweise nicht für Nachteilsausgleich geeignet sind. Und die anderen dann letztlich mit Problemen wie Blindheit, Sehbehinderung, Körperbehinderung, Gehörlosigkeit, Hörbehinderung zu kämpfen haben. Trotzdem sind die bei uns in allen Fakultäten anzutreffen, sage ich mal so gut wie allen Fakultäten, also von meiner Fakultät Informatik bis zur Medizin oder dann auch in den Geisteswissenschaften. Diese Menschen brauchen assistive Technologien, die sie meist selbst besitzen, wenn das sozusagen möglich ist. Im anderen Fall ist es aber eine Dienstleistung, die da dahinter steckt. Das heißt, Screenreader lesen eben den Bildschirm vor. Tastatureingabe muss ich ermöglichen, wenn ich meine Hände nicht benutzen kann und aber auf Ersatztechniken angewiesen bin, die so etwas dann auch zulassen können. Untertitel wären die Beschreibung des gesprochenen Wortes in einer Art und Weise, dass man erkennen kann, wer etwas sagt und was gesagt wurde, beziehungsweise wenn es nicht verbale Inhalte sind, dass die geeignet gekennzeichnet werden. Also Musik zum Beispiel oder Geräusche. Und letztlich die neuen Probleme, die nun entstehen aufgrund von Videokonferenzen oder eben dann die Anforderung, eine solche Aufzeichnung auch mal in einer kurzen Beschreibung wiederzugeben als Zusammenfassung oder zu beschreiben, was
man hier sehen würde. Also Sie sehen hier einen Mann mit einem größeren Bart. Deswegen, eine Vorlesung ist nicht sonderlich interessant in Bezug auf Audiodeskription, meistens zumindest. Jetzt würden wir Sie schon bitten, da vielleicht nochmal nachzudenken und zu reflektieren, was ich da jetzt versucht habe, auf die Schnelle Ihnen vorzutragen. Wir wissen ja nicht, wer hier schon Erfahrungen damit hat. Deswegen eine Bitte daher, auf diese Webseite zu gehen, amcs.website. Dort muss man sich zwar mit einem Benutzernamen und einem Passwort anmelden, aber seien Sie sicher, das ist völlig anonym. Ich kann nicht erkennen, wer das ist. Und Sie können sich auch jedes Mal einen Fantasienamen ausdenken. Das ist völlig ohne Belang. Es geht nur darum, das nachher vernünftig auszuwählen und einen Aufgabentyp zu nehmen, der dann nachher nochmal auch eine Rolle spielt, wenn wir über solche Quiztechniken und deren Barrierefreiheit sprechen. Jetzt geht es quasi um die Aufgabe, um die Frage zu assistiver Technik und von daher eine Zuordnungsaufgabe zu lösen. Ich sehe auch, Herr Schmidt hat das in den Link gepackt, in den Chat gepackt. Wunderbar. So, das sieht doch schon auch gut aus. 28 Teilnehmer zählt das System. Das ist ein bisschen verzögert. Denke, wenn jetzt kein Protest kommt, niemand, was sehe ich noch für Gesichter? Kaum Gesichter. Ich hoffe mal, die Zeit hat schon gereicht. Es hat nicht sehr gut geklappt. Bei diesem Stand, wir warten noch ein bisschen. Jetzt sieht es doch schon nicht schlecht aus. Nehmen Sie sich ruhig die Zeit. Gut, es geht sogar wieder zurück mit neuen Antworten. Wir sprechen einfach mal darüber, vielleicht auch, wo die Probleme sind. Also es geht einfach darum, sich mal vorzustellen, was für assistive Technologien eine Rolle spielen können, wobei man vielleicht nicht alles gleich als assistive Technologie dann auch erkennt. Deswegen, also ja, es wird doch noch schlechter. Uiuiui. Ich zeige jetzt mal, wie es gedacht war, in der Hoffnung, dass das auch so nachvollzogen wird. Es waren eben letztlich insgesamt 5 richtige Paare zu bestimmen und von daher vielleicht doch nicht so für alle gleich einsichtig. Blinde Studierende benutzen ein Screenreader. Das ist eine Software, die auf dem Computer eines blinden Studenten installiert wird und entweder nur vorliest oder, was meist bei uns in Deutschland der Fall ist, vorliest und eine Brailleanzeige unterstützt. Das heißt, diese Vorlesefunktion bedeutet, dass man den Bildschirm auswerten kann, allerdings indirekt auch, dass man die Tastatur benutzen muss, denn blinde Menschen können jetzt nicht sehen, wo ein Mauszeiger ist. Menschen mit Hörbehinderung verwenden Untertitel, denn die sind letztlich entweder schon von Geburt an, aber doch meist eher später hörbehindert geworden, sind also kompetent in der Schriftsprache. Das ist üblicherweise nicht der Fall bei gehörlosen Menschen, die also als Muttersprache vor allem die Gebärdensprache verwenden.
Das bedeutet auch, dass diese Studierenden dann nicht sehr gut lesen können und von daher mit Untertiteln nicht so sehr viel anfangen können. Es ist auch schon eingeklagt worden, das Recht auf Gebärdendolmetscher in einer anderen Hochschule, nicht bei uns hier, aber da war ich in Norddeutschland und sie haben dann nach einem Jahr Recht bekommen, aber es hat ihnen nicht viel geholfen, denn dann waren sie schon aus dem Studium draußen. Deswegen, für Gebärdendolmetscher braucht man tatsächlich ein weiteres Bild, eine weitere Videokonferenz, vielleicht auch nur über ein Handy. Menschen, die schlecht sehen, das sind jetzt nicht diejenigen, die eine Brille tragen, das sind von daher Menschen, deren Visus unter 20% liegt. Also man kann bis 80% noch einen Führerschein machen, um zum Vergleich. Während 20% dann schon bedeutet, dass man so typischerweise viermal das Bild vergrößern muss. Also so ein Laptop viermal so groß ist. Da beginnt es dann, aber es geht hoch bis 16 oder 32. Das ist immer noch besser als wie gar nichts zu sehen. Und letztlich Studierende, die als Legastheniker an die Uni gekommen sind, die ihr Abitur genauso gemacht haben, präferieren nicht natürlich so das Lesen, sondern Hörbücher. Also von da auch eine Technologie, die zur Verfügung steht und aber selten unterstützt wird. Ich hoffe, das hilft soweit jetzt erstmal. Und wir können ja dann noch mal weiter diskutieren. Also es sind diese Technologien, die Studierenden erlauben, mit Lernplattformen umzugehen, mit den Kollaborationswerkzeugen umgehen. In der Praxis ist das typischerweise mit Zeitverzögerung verbunden. Etwas vorlesen lassen, etwas mit einem Faktor 8 vergrößert zu betrachten, bedeutet zu suchen. Genauso auch, wenn man körperbehindert ist. Ich habe hier eine Animation übernommen, die mal demonstriert, wie man etwas schreibt, wenn man keine Hände nimmt und nur mit einem sehr billigen Gerät, nämlich einem Saugblaseschalter, dann ein Bit erzeugt, um letztlich anzuwählen, welcher der Buchstaben als nächstes gewählt werden soll. Das ist natürlich, wenn ich viele Tabulatortasten oder Pfeiltasten benötige, entsprechend nochmal langsamer. Das weiß man nun aber schon seit langem und deswegen gibt es auch Richtlinien und mittlerweile auch Gesetze, die den Bezug zu den Richtlinien herstellen. Das ist zu Beginn die barrierefreie Informationstechnikverordnung gewesen, die nun abgelöst wurde durch den Verweis auf eine Norm, die wiederum dann auf die sogenannte Web Content Accessibility Guidelines verweist, die derzeit in der Version 2.0 vorliegt. Und muss sich jetzt so vorstellen, 20 Jahre lang hat die Version 1 durchaus gehalten, was man so erwartet. Und es hat von daher bis 2008 gedauert. Derzeit arbeitet man an 2.1. Was nun hinzugekommen ist, ist, dass eine Richtlinie der EU verlangt, dass man nicht nur diese Normen und Richtlinien befolgt, sondern eine Erklärung zur Barrierefreiheit abgibt. Also wenigstens sagt, es ist nicht barrierefrei. Und im besten Fall sagt, was nicht barrierefrei ist, wann man das angefertigt hat und wie man gedenkt, darauf zu reagieren, wenn jemand mit diesen Barrieren konfrontiert wird, sodass eine Möglichkeit zur Einsicht dann auch besteht. Das haben wir nun benutzt, um gängige Werkzeuge mal auszuwerten. Das heißt, Konferenztools, Whiteboards, also digitale Tafeln, Abfragewerkzeuge und kollaborative Texteditoren wie jetzt Google Docs oder Word online zu verwenden. Tatsächlich kam dabei heraus, in den Erklärungen zur Barrierefreiheit werden immer Einschränkungen gemacht. Keine der Anwendungen ist vollständig barrierefrei. Das ist eine Befragung gewesen, die immerhin 58 Lehrende erreicht hat, die an diversen Institutionen sind. Davon
ein Großteil auch interessiert ist an Barrierefreiheit, weil sie spezielle Kurse halten. Also nicht mal, wenn man vorhat, etwas Barrierefreiheit, etwas zu barrierefrei zu präsentieren, gelingt das diesen Lehrenden. Insofern ist diese Plattform da auch nicht die einzigste. Jetzt hat jemand das Mikro aufgemacht. Was wird am häufigsten verwendet? Nun, Texte, Bilder, Videos, Animationen kommt überall vor und auch alle Werkzeuge kommen vor. Warum schafft man es nicht? Auch hier klassisch, ich habe nicht die Zeit dafür, bis hin, es geht gar nicht. Alle Stufen sind hier auch wieder erfolgt. Wo wir heute eben denken, dass wir am ehesten was bewirken können, ist, dass man noch mehr weiß, was man tun muss. Und insofern ist hier nun eine kleine Tabelle, die für diese Medien, Text, Videos und Audios grob angibt, was an Formaten auftauchen kann. Texte wird man wahrscheinlich als PDF verbreiten. Das haben in der Umfrage 83% der Teilnehmer angegeben. Videotutorials haben 17% genutzt und Podcasts, also reine Audioaufzeichnungen, 30%. Und von daher ist je nach Einschränkung eine andere Art der Unterstützung möglich. Manche betreffen nur die Plattformen, haben wir hier markiert, eben Tastaturbedienung oder Nutzung von Vorleseprogrammen. Andere können durch assistive Technologien unterstützt werden, wie Untertitel. Oder wieder weitere müssen durch menschliche Assistenz hergestellt werden. Es gibt meiner Meinung nach sehr wenige Dozenten, die tatsächlich Gebärdensprache zur gleichen Zeit herstellen könnten und als Dolmetscher auch noch agieren. Dagegen eine Audiotranskription herzustellen, das kann tatsächlich jeder, der auch die Sprache beherrscht, denn da gehen wir von einer Möglichkeit aus, dass man auch eine Transkription herstellt. Gehen Sie vielleicht nochmal dazu, das auch zu hinterfragen. Das ist die zweite Frage, die wir in AMCS vorbereitet haben. Das wäre dann das Stichwort Inhalte. Und wir schauen uns dann gleich wieder das Ergebnis auch an. Also die PIN ist 53, 66, 62. Und dann kommen Sie direkt zu diesen Fragen. Würden Sie noch mal Ihren Screen sharen, Herr Weber, um zum AMCS zu kommen? Mache ich gerne. Danke für den Hinweis. Ich dachte, dass ich das hatte. Jetzt hoffentlich. Kann man sehen? Ja. Vielen Dank. Da sind auch schon Antworten eingetroffen. Von daher sprechen wir vielleicht, na, das ist das Falsche. Okay. Inhalte. Das sieht auch gut aus. Und welche Inhalte können Lehrende ergänzen, war die Frage. Wie haben Sie abgestimmt und was sehe ich als richtig an? Wobei wir natürlich gerne darüber sprechen können, ob man das wirklich kann. Aber im Sinne der Normen könnte man durchaus sagen, diejenigen, die nun Inhalte, die aus Text und Grafik bestehen, erzeugen, können auch ihre Bilder beschreiben. Denn das bedeutet ja, das in Worte zu fassen, was man auch im Vortrag verwendet. Wird doch, denke ich, schon als Dozentin oder Dozent genau erklären können, was in den Bildern ist. Untertitel müsste man tatsächlich auch in der Lage sein herzustellen, denn es geht darum, deutsche
Sprache in Schriftform zu übertragen. Audiotranskription ist tatsächlich hier auch oft genannt worden und wie ich jetzt sehe, 53 Mal genannt worden und ich habe tatsächlich die falsche Option Ihnen genannt. Ich dachte an Audiodeskription, aber das gibt vielleicht Gelegenheit, mein Missverständnis aufzulösen und die Unterschiede zu betonen. Audiotranskription ist tatsächlich die Herstellung, die automatisierte vielleicht Herstellung dann von dem gesprochenen Wort, nicht unbedingt der Untertitel, die dann eine bessere Qualität noch liefern müssen. Und Audiodeskription würde bedeuten, wenn man einen Bildschirm teilt, zu erzählen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Das ist in der Qualität oft eben nicht zu erreichen, weil das nur im Nachhinein geschieht. Schauspieler schaffen das, wenn man vorher ein Skript genau hat, aber da sind wir, glaube ich, als Dozenten nicht genau dafür dann geeignet. Gut, vielen Dank erstmal und das auch nochmal in der Folie kurz markiert. Also einiges geht und insofern, jetzt weiß ich nicht mehr, Frau Engel, machen Sie jetzt weiter? Nee, glaube ich nicht. Ich bin unterwegs, Herr Weber. Bitte? Ich bin unterwegs. Okay, gut. Dann muss ich jetzt das freigeben. Wo ist das wieder? Ja. Können Sie meinen Bildschirm auch wieder sehen? Weiß ich nicht. Ja. Vielleicht kann mir jemand kurzes Feedback aus dem Chat geben, ob auch also die Teilnehmenden. Wir sehen quasi die Folie Vorbereitung zur Barrierefreiheit Perfekt. Auf der Freigabe. Vielen lieben Dank. Ich würde gerne an dieser Stelle kurz weitermachen. Herr Weber hat das schon sehr gut erzählt. Wir wollten gerne Ihnen einen Überblick geben, was jetzt Sie als lehrende Person oder als Nicht-Accessibility-ExpertInnen denn tun können, um Ihre Lehre in der Vorbereitung hinsichtlich der Barrierefreiheit besser zu gestalten. Und eine Sache, die hier erwähnt wurde, war eben die Anfertigung von Bildbeschreibungen. Wir leben in einer sehr, sehr visuellen Welt und ich denke, dass auch in sehr vielen, gerade auch Materialien, Folien und Präsentationen, visuelle Bilder eine sehr, sehr große Rolle spielen und sehr häufig verwendet werden, um komplexe Zusammenhänge beispielsweise in der Mathematik oder auch von anderen komplexen Zusammenhängen zu visualisieren. Und hier haben wir halt meistens ein ganz, ganz großes Problem in Bezug zur Barrierefreiheit. Ich persönlich forsche im Bereich der taktilen Grafiken. Das bedeutet, es gibt auch die Möglichkeit, Bilder mit dem taktilen, mit dem haptischen Sinn wahrzunehmen. Das bedeutet, das können Sie sich vorstellen, so ähnlich wie Brailleschrift, die Sie auch auf Medikamentenpackungen auf jeden Fall bestimmt schon mal gesehen oder gefühlt haben, daraus jetzt ein Bild zusammenzusetzen und das dann eben mit den Händen zu explorieren, wie wir es nennen, das wäre natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, um so einen Zugang zu schaffen. Aber in dem Kontext, den wir hier betrachten, in digitalen, online Lehrveranstaltungen ist das leider nicht möglich. Deshalb hier ein kurzer Input dazu, was Sie denn tun können. Und zwar gibt es die Möglichkeit, Bilder in Bezug auf verschiedene Detailgrade auch zu beschreiben. Wenn Sie Bilder beispielsweise in HTML-Webseiten haben oder auch in PDF-Dateien, dann werden Sie da in den allermeisten Fällen einen Alternativtext finden oder den Begriff Alternativtext finden. Ein Alternativtext ist im Endeffekt eigentlich eine sehr kurze Beschreibung eines Bildes, das dem Betrachtenden oder dem auch Screenreader-Nutzenden beispielsweise überhaupt erstmal sagen soll, was ist denn so prinzipiell auf dem Bild drauf, sodass die Person dann entscheiden kann, möchte ich weitere Informationen zu diesem Bild haben oder eben nicht. Das ist der Alternativtext und im Gegensatz dazu gibt es eben auch eine Beschreibung. Ganz kurz wollte ich mal was dazwischen sagen. Es wurde angemerkt, dass man einen Teil der Folie nicht sieht, weil durch die Freigabe unten dieses kleine Pop-up das verdeckt. Können Sie das ausblenden? Ja, sehr gerne. Ja. Vielen Dank für den Hinweis. Genau, und die
Zweite Sache, die es gibt, und das ist auch gerade etwas, was bei sehr komplexen Bildern auch häufig gemacht wird, ist eben eine Bildbeschreibung. Also diese Detailstufen können sich da unterscheiden. Bei einer Bildbeschreibung beschreibt man eigentlich vom Allgemeinen zum Speziellen alles, was tatsächlich auf dem Bild zu sehen ist. Man beschreibt Personen, Objekte, auch Stile von dem Bild oder Stimmungen und eine Atmosphäre, auch sowas kann vorkommen, werden beschrieben. Was ganz wichtig ist, wenn Sie Bildbeschreibungen anfertigen oder auch Alternativtexte, ist, dass wir hier keine Interpretationen wollen, sondern wir wollen eine sehr objektive und sachliche Beschreibung. Auch sollte das jetzt kein Prosatext werden, in dem lange, ausführliche Sätze genommen werden, sondern die Beschreibung sollte halt möglichst verständlich sein und möglichst prägnant und kurz sagen, was drauf ist. Allerdings sollte eben auch nichts weggelassen werden. Wir haben da auch schon sehr viele Diskussionen, gerade auch zum Beispiel mit blinden Nutzenden geführt, die auch sehr unterschiedliche Ansichten darüber haben, was in eine Beschreibung soll, zum Beispiel, ob Farben relevant sind oder eben nicht. Das hängt ganz stark vom Kontext ab. Also ich denke, das ist etwas, was zu bedenken ist und was Sie eben als lehrende Person beispielsweise oder auch als jemand, der Vorträge hält, einfach besser machen können, wenn Sie nämlich Ihre Bildbeschreibung für Ihre Bilder in Ihrem Kontext selbst anfertigen, dann wissen Sie auch, was Sie damit aussagen wollen und dann wissen Sie auch, welche visuellen Merkmale da jetzt relevant sind und können dies viel besser tun als eine externe Person, denn das ist nämlich häufig der Weg, der gegangen wird, dass andere Personen das beschreiben, was aber gar nicht so gut möglich ist, ohne den Kontext zu kennen. Ich möchte Ihnen kurz hier nochmal demonstrieren, wie sowas jetzt klingen würde. Das hier ist quasi ein Screenshot eines Bildes mit einem Pinsel, der gerade Farben auf ein Bild malt. Und auf der linken Seite ist das Bild einmal ohne diesen hinterlegten Alternativtext und auf der rechten Seite mit hinterlegten Alternativtext. Und nun habe ich ja mal mit einem Screenreader, bin ich mal beide Bilder durchgegangen. Man kann die ja fokussieren. Und dann schauen wir mal, was der Screenreader da sagt bei beiden Versionen. Grafik. Grafik, ein Pinsel, der mit Wasserfarben auf ein rosa, lila, orangenes Blatt malt. Ich hoffe, Sie konnten das jetzt hören. Ich höre nämlich tatsächlich das geteilte Audio nicht. Es gibt auch noch schönere Stimmen für die Screenreader, muss man sagen, aber vielleicht haben Sie dann mal einen kurzen Eindruck, wie denn so Sachen vorgelesen werden und was denn überhaupt zum Beispiel eine blinde Person, die mit so einem Screenreader jetzt ihre Präsentation beispielsweise erkundet, überhaupt hört. Dass es eine Grafik ist hinterlegt, wenn man ein Bild einfügt, aber eben die Beschreibung dazu kommt nur, wenn man sie auch vorher hinterlegt hat. Ja, jetzt klingt das sehr technisch, Beschreibung hinterlegen. Grafik. Und da wäre jetzt sicherlich bei einigen von euch die Frage, von Ihnen die Frage aufgekommen, wie kann ich denn jetzt so eine Beschreibung, die ich gemacht habe, oder einen Alternativtext denn überhaupt in meine Präsentation oder meine Materialien bringen? Und hier haben wir das Glück, dass einige Anbieter bereits die Möglichkeit bieten, diese Beschreibungen zu integrieren, unter anderem auch eine sehr häufig genutzte Plattform wie Microsoft Word oder Microsoft PowerPoint. Hier kann man seit der Version, ich glaube 2016, bin mir nicht ganz sicher, aber eine der neueren Versionen der letzten Jahre, Alternativtexte hinterlegen. Und zwar durch einen einfachen Rechtsklick und Öffnen des Kontextmenüs. Davon ist hier ein Screenshot links zu sehen. Und da gibt es dann den Punkt Alternativtext bearbeiten. Und hier kann man dann eben den Alternativtext hinzufügen oder die Grafik als dekorativ markieren. Das ist ganz wichtig, weil wenn eine Grafik als dekorativ markiert ist, also wirklich keinen weiteren Inhalt transportiert, dann wird sie auch vom Screenreader ignoriert. Und das ist auch ganz gut so, weil viele, viele Präsentationen oder auch Webseiten eben eigentlich die Mehrheit an grafischen Objekten zur Dekoration enthält. Und das würde sonst auch wieder störend wirken, wenn das immer angesagt würde. Kleines Manko hier, das sehen Sie auch. Wir können nur einen Alternativtext einfügen, eine lange Beschreibung, die eigentlich auch beispielsweise Strukturierungs- und Formatierungselemente braucht, wie Listenanzeigen oder Tabellen für Daten aus Diagrammen. All das können wir hier leider noch nicht. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, bei Skripten die Beschreibungen auf einer separaten Seite zu hinterlegen. Wenn Sie also ein PDF-Skript anfertigen, dann kann man da auch noch mal diese ausführliche Beschreibung hinterlegen. Oder Sie könnten auch in Ihrer Präsentation eine extra Folie dafür anfertigen und dann eben dort die Präsentation, ja, die
Präsentation barrierefreier machen, indem da eben auch Beschreibungen sind. Manchmal wird auch ein unsichtbarer Link zu der Beschreibung verwendet, der vom Screen wieder gelesen wird. Aber, und das ist auch wieder ein Vorteil darin, wenn man sich die Mühe macht, Barrierefreiheit herzustellen und Bildbeschreibungen anzufertigen dafür, das nützt häufig auch anderen Menschen was. Das hatten wir vorhin schon in der Diskussion mit den Untertiteln, dass die auch nicht nur für Menschen mit Beeinträchtigungen eine große Hilfe darstellen können, sondern zum Beispiel auch für Menschen, die nicht muttersprachlich sind oder für Menschen, die Probleme mit dem Lesen haben. Und genauso ist es bei den Bildbeschreibungen hier eben auch, dass es hilft, das Verständnis für die Grafik für alle Personen zu fördern, eben weil Grafiken nicht immer eindeutig sind, sondern interpretativ. Und wir würden gerne diese Art der Erstellung von Beschreibungen gerne mit Ihnen kurz ausprobieren. Und dafür haben wir Ihnen zwei Beispielgrafiken mitgebracht, wo wir Sie gern bitten würden, unter folgendem Link, der jetzt von Herrn Schmidt auch nochmal in den Chat gestellt wird, auf das Miro-Board zu gehen. Auch hier muss ich sagen, werden sicherlich Personen, die jetzt hier einen Screenreader nutzen, nicht ganz barrierefrei diese Anwendung nutzen können. Allerdings ist es halt auch sehr schwer, auf diese Art Bilder zu beschreiben. Wir geben uns Mühe, dass wir das hier auch so rüberbringen, dass alle teilnehmen können. Also gehen Sie bitte gerne auf dieses Miro-Board und da haben Sie dann eben die Möglichkeit, Ihre eigene Vorstellung einer Beschreibung hinzuzufügen. Suchen Sie sich hier gern eins der Bilder aus und schreiben Sie mal die Sachen auf, die Sie als wichtig empfinden, wie Sie dieses Bild beschreiben würden. Genau, richtig. Sie können sich auch sehr gerne an dieser Stelle eigene Zettel anlegen. Und was wir hier auch gemacht haben, ist, wir haben einen Kontext vorgegeben. Also stellen Sie sich vor, dieses erste Bild mit der Kurve, sag ich mal, ist jetzt aus einer Medizinvorlesung. Und dieses zweite Bild mit, ich sag mal, dem Haus, wird jetzt in einer Vorlesung beispielsweise zur außereuropäischen Architektur verwendet. Genau, also es ist klar, dass Sie jetzt hier keine riesige, ausführliche Beschreibung machen können. Deswegen sagen wir mal die wichtigsten Sachen, wie Sie das so generell als vielleicht Alternativtext beschreiben würden, würde jetzt hier reichen. Ich würde währenddessen Sie schreiben, vielleicht schon mal ein, zwei Sachen vorlesen, damit auch alle hier das quasi sehen können, was hier passiert. Ich sehe zum Beispiel ein Notizzettel mit Datenreihen angeben beim oberen Bild oder einer Regression. Wird hiervon gesprochen. Eine andere Person betitelt das als ein Schaubild einer Korrelation zum Beispiel. Ich glaube aber, das untere Bild ist ein bisschen beliebter in der Beschreibung als so ein rein mathematisches Bild, kann ich nachvollziehen. Hier haben wir beispielsweise den Begriff Moschee mit zwei Minaretten, Entschuldigung. Das taucht sogar relativ häufig auf, auch das Wort Zwiebelturm. Oder Kuppel wird hier genommen, um das Gebäude zu beschreiben. Eine andere Person spricht von einem indischen Palast, das stilisiert dargestellt ist. Jemand anderes spricht von einem Gebäude mit zwei Türmen, also noch viel allgemeiner eigentlich, hier erstmal nur von einem Gebäude zu sprechen. Aha, jemand anders wiederum sagt, das sei das Taj Mahal in Schwarz-Weiß, auch sehr interessant. Auch eine Gebäudeanlage ist hier als Bezeichnung drin im Stil der arabischen Architektur. Auch das kommt hier vor. Derzeit hat sich auch beim mathematischen Bild was getan. Also Sie sehen hier und vielleicht haben Sie ja auch nochmal die Gelegenheit, dann selbst drauf zu gucken, weil wir es gar nicht schaffen, natürlich in all der Zeit jetzt ja das ganz, ganz detailliert auszuwerten. Aber was man hier sieht, sind die verschiedenen Blickweisen auf ein und dieselbe Grafik. Und wir haben hier eine ganz, ganz, ganz einfache Grafik eigentlich jeweils gewählt aus verschiedenen Kontexten. Und es wird klar, dass man sie mit völlig unterschiedlichen Worten, aus völlig unterschiedlicher Perspektive beschreiben kann. Und dass das natürlich auch ganz insbesondere am Vorwissen der Person abhängt, die das beschreibt. Also es ist jetzt ein Gebäude. Und in dem Moment würde ich tatsächlich auch wieder zu den Folien zurückwechseln. Fangen wir mal mit dem Bild an. Ist das jetzt
ein Gebäude? Ist das ein großes Haus in Indien? Ist das ein Mausoleum oder ist das ein Taj Mahal? Im Endeffekt hängt es vom Kontext und vom Vorwissen aller der Beschreibenden ab, was das jetzt tatsächlich für eine Beschreibung ist. Und das ist einfach das, was wir Ihnen hier gerne mitgeben würden, nämlich auch wieder eine Motivation, Ihre eigenen Grafiken zu beschreiben, da Sie am besten wissen, was damit gemeint ist. Ähnlich sieht das natürlich jetzt hier bei dieser Regressionsanalyse, die es tatsächlich darstellt, mit dem Bestimmtheitsmaß von R gleich eine Zahl und Werten auf der X-Achse von 30 bis 70 Millimeter zu Sonografie und so weiter aus. Also wir haben hier quasi ein Bild, was zeigt, noch ein bisschen mehr zeigt sogar als jetzt das Taj Mahal in Indien, finde ich, dass bei vielen Bildern auch ein sehr, sehr großes Maß an Fachwissen vorhanden ist und auch, wie gesagt, je nachdem dann eben eine ganz andere Beschreibung rauskommt. Und das gilt natürlich auch für die Menschen, die die Beschreibung dann lesen. Also Zielgruppenangepasstheit ist ja ein Stichwort, was Sie unbedingt beachten müssen. Und ich glaube, das ist auch klar, dass man hier einfach überlegen muss, wer denn auf diese Beschreibung zugreift und wem denn diese Beschreibung dann auch was nutzt. Aufgrund der Zeit würde ich an dieser Stelle jetzt weitergehen und würde mir gerne dennoch Ihre Ergebnisse im Miroboard, das besteht ja noch eine Weile, dann auch im Nachgang nochmal anschauen. Vielleicht schaffen wir es ja sogar, ein paar Dinge davon auch noch in den Foliensatz reinzubringen im Nachgang. Wir möchten die restlichen Minuten jetzt nutzen, um über die Durchführung der Veranstaltung zu sprechen. Hier haben wir wieder die andere Seite, also nicht die assistiven Technologien, nicht die Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern die Frage nach den digitalen Plattformen, die genutzt werden für hybride oder virtuelle Vorlesungen und Lehre. Und dann haben wir heute an dem Tag, glaube ich, schon ganz gut gesehen, da kann man die Folien barrierefrei machen. Ich unterbreche Sie nur ungern. Wollten wir da nicht wechseln? Sie können auch gerne hier weitermachen. Jetzt hatte ich nämlich tatsächlich gedacht, dass da ich dann über das Thema Vorlesung halten spreche. Das passt ja auch gut. Passt doch. Dann können Sie gerne an der Stelle weitermachen. Aber okay. Dann wäre es gut, wenn Sie den Bildschirm teilen. Das müsste jetzt der Fall sein. Okay, super. Sie sehen es? Prima. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das ist von daher auch jetzt nur rudimentär möglich, darüber zu sprechen. Bitte den Button unten auch ausblenden, damit er nicht wieder über den Folien liegt. Sehr gut. Danke. Okay, super, danke. Hier habe ich mal ein Beispiel in ein Bild gepackt, wie es aussehen könnte im Nachhinein, wie ein Untertitel auch in die Aufzeichnung von heute integriert wird. Diese wurde automatisiert erstellt, indem wir das Video von meiner Vorlesung aus dem letzten Wintersemester auf YouTube hochgeladen haben. Und von daher kann ich einerseits den Studierenden das relativ leicht zugänglich machen und andererseits können vor allem auch Nicht-Muttersprachler davon profitieren, was hier an Begriffen steht. Das ist nicht perfekt, so ein System, aber wir haben Prüfungsteilnehmerinnen bestätigt, dass ihnen das sehr geholfen hat. Insofern also geht es darum, das An- und Abmelden von solchen Plattformen zu bewerten als eine der wichtigen Aufgaben. Wenn auf jeden Fall quasi die Plattform nicht insgesamt barrierefrei sind, wenigstens Teilfunktionen zu bewerten. Und An- und Abmelden klappt heute mit BigBlueButton, Skype, Zoom, WebEx sehr gut mit dem Screenreader. Die Videokonferenzen haben wir jetzt schon ein bisschen genannt. Untertitel zu erzeugen kann nur Zoom und Skype derzeit. Skype eben sehr beschränkt mit der Anzahl der Teilnehmer. Zoom von daher am meist leistungsfähigsten überhaupt. Wenn dann ein Teilen des Bildschirms erfolgt, wie jetzt bei uns, wie wir hier auch das genutzt haben, dann fehlt letztlich die Audiobeschreibung des Sprechers noch. Chats gehen einigermaßen in BigBlueButton, bei uns auf jeden Fall, in dem bei uns installierten BigBlueButton ist das gemacht worden, dass man nach dem Anmelden auch einen vernünftigen Zugang zur Teilnehmerliste und Chat bekommt. Funktionieren tut es sehr gut in Skype und Zoom. Umfragen, wie wir das jetzt heute gemacht haben, dagegen gehen kaum. Und das will ich dann nachher auch noch mal ein bisschen verdeutlichen.
Was also ist das Problem im Rahmen von Vorlesungen? Meist ist es das Problem, dass man nicht alle Inhalte ausspricht. Das heißt, hier auf der Folie muss ich natürlich auch irgendwann sagen, dass hier ein Bild ist von einer Vorlesung, die wohl laut Bildunterschrift etwa Anfang 2000, 2008 spätestens gehalten worden ist. Die wurde öffentlich als Film zugänglich gemacht und insofern habe ich da einen Snapshot festgehalten, der mal zeigt, was man in hybriden Situationen so alles falsch machen kann. Also eine relativ ungeordnete oder eine ungeordnete Nutzung des Tafelbildes, sodass man keine Reihe erkennt, keine Reihenfolge erkennt, erschwert es Menschen, die vergrößern müssen, die mit ihrer Tafelkamera auch in der ersten Reihe nicht wissen, wo sie als nächstes weiterlesen müssen. In dem Fall noch gestört wird durch einen Tageslichtprojektor, der teilweise auf die Tafel scheint, sodass der Helligkeitskontrast eine Vergrößerung wieder unmöglich macht. Das nächste ist dann, die Zusammenhänge zu verbalisieren. Das habe ich gerade versucht. Oft muss man tatsächlich wirklich sich anstrengen, nicht die üblichen das und dort und hier zu verwenden, sondern links oder noch besser rechts von der Regressionsanalyse finden Sie, sehen Sie oder solche Begriffe. Sodass man den Einsatz der Grafiken wirklich in das Unterrichtsgespräch integrieren muss. Es ist von daher durchaus eine wiederholte Benennung auch hilfreich, denn das festigt einfach die Bezüge. Also wenn man dann auch jetzt auf so einer Tafel schreibt, lieber neue Flächen benutzen, alte löschen. Wenn man also auch jetzt in PowerPoint eine neue Folie verwendet, ist es besser, als einfach reinzuschreiben in die alte Folie mit so einem Stift oder ich mache das jetzt hier mal. Das war jetzt nur ein Ausrufezeichen, aber Sie können sich denken, da kann man noch mehr machen. Der zweite Aspekt, und der ist meiner Meinung nach der allerwichtigste, Vorlesungen kann man durchaus verfolgen, auch wenn man erst im Nachhinein das barrierefreie Material bekommt. Dagegen Prüfungen im Nachhinein noch zu reparieren geht nicht. Entweder hat man bestanden oder ist durchgefallen. Deswegen der Hinweis jetzt auf die Formen, die wir derzeit kennen, Klausuren, werden eben gern als Upload-Klausur gemacht. Das ist völlig in Ordnung, wenn man die Klausuraufgaben vorher barrierefrei zur Verfügung gestellt hat. Multiple Choice dagegen nur in Grenzen. Mündliche Prüfungen gehen mittlerweile recht gut. Auch für Menschen, die schlecht sehen, kann man eben im Rahmen von Videokonferenzen teilnehmen, solange man nicht das Whiteboard benutzt. Ein Praktikum, auch eigentlich kein Problem, man lädt die Berichte am Ende hoch. Das heißt, Studierende, die ihren Rechner benutzen, fertigen den an und nehmen ihre assistive Technologie dafür. Erst bei Sonderhardware oder entsprechender Software im Labor wird es schwierig. Seminare bedeuten auch, dass die Behindertenstudenten selber die Tools nutzen müssen und von daher natürlich nur Teile verwenden können. Exkursionen, da habe ich Ihnen so einen kleinen Avatar hier rechts mal als Grafik, als Snapshot dargestellt, müssen auch nicht teuer sein, aber würden erlauben, Studierenden, die zu Hause sein müssen, wegen Quarantäne aktuell oder wegen Immunerkrankungen, dann sozusagen als Nachteilsausgleich an dieser Prüfung auch teilzunehmen. Und letztlich natürlich PDF und Abschlussarbeit ist ein Punkt, aber ich habe auch schon von gehörlosen Studenten berichten lassen, die durften ihre Abschlussarbeit als Gebärdensprachvideo abgeben. Das Video war die Dokumentation. Insofern ist also für Prüfungen das Thema, wer macht jetzt tatsächlich die Entscheidung, was als Alternative nutzbar ist, sehr, sehr schwierig. Und ich habe hier mal aufgeschrieben, es sind weder die Studierenden, die am besten wissen, wie es geht, denn wenn dann eine andere Plattform verwendet wird für die Prüfung, dann kann man doch nicht vorhersehen, wie es dort zugeht und welche Barrieren einem dann bevorstehen. Umgedreht wissen die Prüfer auch nicht am besten, wie es geht, weil sie ja eben davon ausgehen, dass bisher die assistiven Technologien
übernommen haben. Und am wenigsten meiner Meinung nach wissen die, die es rechtlich machen sollen, nämlich die Prüfungsausschüsse bzw. dann die Prüfungsämter, denn die gehen eben von den klassischen Einstellungen aus und denken eben an ein PDF, das zum Beispiel abgegeben werden muss. Also von daher haben wir große Einschränkungen. Multiple Choice hat den großen Nachteil, dass nur manche der üblichen Fragetechniken überhaupt barrierefrei machbar sind. Ich habe hier als Bild rechts eine sogenannte Hotspot-Aufgabe, also eine Grafik, in der bestimmte Dinge die Lösungsoptionen darstellen, wo man aber drauf klicken muss. Und insofern in einer Landkarte auf die Frage, was ist hier Glasgow für eine Karte von Großbritannien und Irland, natürlich nicht zu beantworten geht in der Form. Auf der anderen Seite links eine Multiple-Choice-Ausgabe, die nur ein paar Optionen vorsieht, das lässt sich heute auch barrierefrei bedienen in sehr vielen von diesen Multiple-Choice-Umgebungen. Herr Weber, ja. Ganz kurz, mir kommt die unschöne Aufgabe zu, kurz auf die Zeit hinzuweisen. Wir haben jetzt noch 4 Minuten. Ich wollte es einfach nur noch mal reinwerfen. Wir haben zum Glück einen sehr aktiven Chat, wo viele Leute sich auch die Fragen, die alle kamen, selbst beantworten. Das ist sehr gut. Wollte einfach nur kurz sagen, danke. 4 Minuten haben wir noch. Ja. Okay. Ja, was macht man in der Nachbereitung? Frau Engel hat es schon vorgestellt, im Prinzip das Skript barrierefrei machen. Ich halte hier auch nochmal in die Kamera unsere Broschüren, die wir hier auch verlinkt haben, ato-dresden.de/agsbs/dokumente. Das sind Anleitungen, wie man PowerPoints, wie man Words barrierefrei machen kann. Von daher völlig frei bieten wir die Ihnen an, müssen Sie keine Bücher dafür kaufen und ich denke auch vom Umfang her noch bewältigbar. Was wäre mir noch wichtig in den letzten 2 Minuten? Ein Punkt, der derzeit eben nicht sonderlich gut ausgearbeitet ist in den Lernplattformen, ist, dass dieser Aufwand, den man investiert hat, in ein barrierefreies Dokument dokumentieren zu können. Und das ist letztlich eine Sache, die am besten noch gelingt, wenn man ein Zertifikat vorweisen kann. Ich habe hier von dem IAAP, dem IAAP German Chapter, das ist die deutsche Abteilung einer Art Berufsverbandes der Accessibility Professionals, also derjenigen, die sich mit Barrierefreiheit beschäftigen, ihn mal aufgestellt. Aber die Zeit reicht jetzt nicht mehr genau zu sagen. Und das, was wir haben noch 10 Minuten länger, Herr Weber. Bitte? Der Chat hat gerade geläutet, dass wir noch 10 Minuten überziehen dürfen. Wir dürfen sogar überziehen. Das ist natürlich ganz toll. Jetzt habe ich falsch bedient, aber das gibt mir doch noch Gelegenheit, wenigstens das zu versuchen. Wenn wir die aktuellen Normen ernst nehmen, dann steht da eben drin, dass auch Lernplattformen eine Erklärung zur Barrierefreiheit abgeben. Und das bedeutet meiner Meinung nach, und da können wir gerne noch diskutieren, dass wir als Lehrende aufgefordert sind, unseren Teil, nämlich die Inhalte, zu beschreiben, und die Plattformbetreiber, meistens Dienstleistungsfirmen, die von den Hochschulen engagiert werden, die Plattform beschreiben. Also ob jetzt Multiple-Choice-Fragen barrierefrei zu bedienen sind. Aber ob ich meine Fragen tatsächlich so gestaltet habe, das ist doch meine Aufgabe. Und insofern muss man sich da mal ein bisschen damit beschäftigen, was so eine Erklärung umfasst. Das ist nicht allzu schwer. Wer hat die gemacht? Für welchen Inhalt? Also meinen Kurs, Einführung in die Medieninformatik. Was sind für Barrieren drin? Ist besser als zu sagen, es ist nicht barrierefrei. Und von daher natürlich für alle dann interessant. Und ich kann ja daran arbeiten, beim nächsten Mal das besser zu machen. Solange ich mich zu erkennen gebe, das Datum einfüge, wann ich das gemacht habe und dann eben noch im Konfliktfall auch fair bin und angebe, wer kann denn das jetzt überprüfen, beziehungsweise wer würde dafür Sorge tragen, das zu verbessern. Wir in Dresden haben eine sogenannte lokale Meldestelle entwickelt, sprich ein
barrierefreies Formular entwickelt, auf dem Studierende, aber auch alle anderen Hochschulangehörigen letztlich sich beschweren können, auch über bauliche Barrieren. Und ansonsten, und das ist der gesetzliche Anspruch, dann die Landesüberwachungsstelle informiert werden kann darüber, dass das nicht barrierefrei ist. Das heißt, da müssen wir in Zukunft noch arbeiten, dass das überhaupt von den beiden beteiligten Stakeholdern, sage ich mal im Jargon, überhaupt gemacht werden kann. Und insofern würde ich Sie gern bitten, und jetzt gehe ich nochmal wieder zur Plattform, eine Umfrage in diesem System nun noch sich zu beteiligen in den letzten Minuten, einfach um mal von Ihnen auch zu hören, was würden Sie sagen? Wer hat denn jetzt die Verantwortung für die digitale Barrierefreiheit? Wer soll sowas machen? Weber, können Sie Ihre Bildschirmfreigabe beenden? Wir sehen jetzt quasi alles doppelt gerade. Danke. Wo muss ich das machen? Jetzt ist das ausgegraut. Dann ist das weg. Also Sie können eigentlich einfach die Präsentation lassen. Jetzt müsste es. Jetzt ist alles weg, ja. Ja. Okay. Also, es sind jetzt einige Vorschläge hier als Diskussionsgrundlage. Was sozusagen würden Sie machen wollen? Wo würden Sie sich darauf verlassen wollen am liebsten? Wer denn jetzt tatsächlich die Barrierefreiheit dokumentiert? Und ich habe ja schon gesagt, es kann sein, es ist nicht barrierefrei. Auch das wäre in dem Sinn ja wenigstens Klarheit. Und ich mache mir dann nicht umsonst die Mühe und lade es herunter oder versuche mich zu beteiligen und bin dann nur enttäuscht. Also ich gebe gerne noch 2 Minuten drauf. Ich sehe aber schon, es sind reichlich Stimmen abgegeben worden. Es wächst noch. Vielen Dank. Prima. So, jetzt scheint sich nichts mehr zu tun, dann würde ich es mal beenden und dann können wir uns das gemeinsam anschauen und dürfen Sie gerne auch durch WM oder Wortmeldung oder Ausrufezeichen sich im Chat beteiligen und dann einfach auch Ihre Sichtweise vielleicht nochmal betonen. So, wie sehe ich jetzt das Ergebnis? Na, das hätte ich jetzt erwartet, dass das das System macht. Sie können rechts im Chat selbst auf Vote klicken und dann sieht man hier, wie viele Stimmen für welche Antwortmöglichkeit abgegeben worden sind. Also zum Beispiel haben wir hier Melden von Barrieren durch Studierende, 28 Stimmen als die häufigste Antwortmöglichkeit oder eine Prüfung durch unabhängige zertifizierte ExpertInnen, 23 Stimmen. Danach kommt mit 22 Stimmen Abgabe durch den Kursverantwortlichen oder die Verantwortliche und dann noch Abgabe durch den Plattformbetreiber mit 21 Stimmen. Und als letztes haben wir Prüfung durch die Assistenz mit 8 Stimmen. Das ist das Ergebnis momentan. Okay, also doch sehr breit die Ansicht. Als jemand, der Benutzungsoberflächen normalerweise entwirft, heißt das für mich, wir müssen alles vorsehen und alle Interesse, um alle Interessen nachzukommen. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Ergebnis, denn es gibt keine eindeutige Präferenz. Bedeutet letztlich auch, dass man allen Beteiligten erklären muss, was eine Barrierefreiheitserklärung ist. Und es wird sicher noch einige Zeit dauern, bis das wirklich sich eingespielt hat. Aber spätestens, wenn dann 2025 alle diejenigen, die neue Lernplattformen beschaffen, auch laut den neuesten Gesetzen
da auf Barrierefreiheit achten müssen, dann wird es natürlich interessant, dass die Erklärungen abgegeben werden können. Und insofern haben wir noch ein bisschen Zeit, so etwas dann auch zu realisieren. Aber man sollte durchaus jetzt schon damit beginnen. So, Sie sehen das Ergebnis. Jetzt sehe ich das Ergebnis auch. Okay, gut. 28 Stimmen melden von Barrieren durch Studierende. Ist natürlich eine Sache, die würde ich auch so gern sehen. Möchte jemand noch selbst kommentieren, um die Meinung zu untermauern? Man kann ja das Mikrofon aufmachen. Also bewertet wurde, in Anführungsstrichen die Verantwortung auf die Studierenden abzuschieben. Genau. Das ist derzeit mit 28 gerade der Spitzenreiter. Aber prüfen durch Mitarbeiter, würde ich mal sagen, die unabhängig sind, dann auf Platz 2. Das ist auch eine interessante Aussage, weil das ist natürlich teuer. Selber das zu tun, finden nur 22 als wichtig an. Das hätte ich jetzt mir tatsächlich eher gedacht. Also ich würde sagen, ich erkläre selber, was ich da gemacht habe und weiß am besten Bescheid. Kann mir das jemand erklären, warum Sie da der Meinung sind, dass Sie nicht selbst als Dozentinnen und Dozenten diese Erklärung abgeben wollen? Möchte niemand? Oder sehe ich es nur nicht im Chat? Ah, okay, hier wird von jemandem, von Nadja Willi, gesagt, dass das eine zusätzliche Möglichkeit ist. Okay. Und das kann ich nicht genau erkennen. Elisabeth, leider nicht weiter, hat geschrieben, Überprüfung durch uni-interne Mitarbeiter wäre schon schön. Gut. Ja, ich habe, jetzt kommt tatsächlich auch der Hinweis, eigentlich sind die Dozenten verantwortlich dafür, für die Inhalte. Also ich sehe schon, da müssen wir noch in Zukunft öfters drüber diskutieren, wie wir das gestalten wollen. Meiner Meinung nach eben, um das vielleicht so jetzt zusammenfassend zu sehen, sind die Lehrenden diejenigen, die am ehesten die Kompetenzen haben, Bilder zu beschreiben und die richtigen Begriffe auch in Untertiteln vorzusehen. Natürlich auch Studierende könnten diese Rolle übernehmen und letztlich sollten die Dozenten in die Lage versetzt werden, die Barrierefreiheit-Erklärung abzugeben, was bisher noch keine einzige Lernplattform macht. Gut, dann vielen Dank. Wir müssen uns vielleicht nicht abschneiden lassen, wenn sonst niemand noch Punkte hat. Hier im Chat kommt noch von Frau Engel. Sie dürfen es gerne auch sagen, Frau Engel. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ich beantworte hier die ganze Zeit schon ein bisschen Fragen. Ne? Die Frage war gewesen, wie man die DozentInnen mit ins Boot bekommt. Und da kann ich nur sagen, das ist eine Aufgabe, deren wir uns gerade auch noch stellen. Wir haben Weiterbildungsangebote und auch eben diese Broschüren, gerade in unserer Universität und darüber hinaus. Aber meistens wird das halt auch nur von den Lehrenden genommen, die eh schon sensibilisiert sind, denen klar ist, dass sie Barrierefreiheit herstellen müssen oder ihre Folien anpassen. Aber ich glaube, das ist auch ein Ressourcenproblem und da haben wir ein strukturelles Problem, was hier zu lösen ist. Und ich denke, das ist in dem Sinne auch ein politisches Problem, dass die Ressourcen tatsächlich, wir haben es gesehen in der Umfrage, einfach häufig nicht ausreichen. Selbst wenn man das gerne möchte, auch wir haben es heute nicht geschafft, alles komplett im Vornherein barrierefrei zu machen. Wir werden das natürlich nachholen, aber von daher, ja, ich glaube, das ist ein Problem auch gerade bei allen MultiplikatorInnen. Aber ich denke, wir sollten es zum Alltag werden lassen und alle daran arbeiten. Und da ist nicht nur Fachwissen, sondern auch Sensibilisierung und Veranstaltungen wie diese gefragt. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Ich nutze jetzt die letzten paar Sekunden, um mich bei Ihnen auf jeden Fall nochmal zu bedanken. Wir hatten eine sehr schöne, auch kritische Diskussion, aber man sieht, dass das Thema doch unter den Nägeln brennt und dass viele dafür interessieren, dass es schon mal per se gut ist, finde ich. Also wenn es das Thema Aufmerksamkeit kriegt.
Und ich fand, Sie haben das hier wirklich auch schön dargestellt, trotz der ganzen Widrigkeiten, die wir mit Plattformen, externen Links und so weiter hatten. Deswegen vielen Dank für die Veranstaltung und ja, Ihre Rolle rein. Okay. Ja, vielen Dank nochmal auch von meiner Seite.